Herzlich willkommen zu diesem Video Google Classroom für Lehrerinnen und Lehrer Einstieg leicht gemacht. Ja, Google Classroom ist in aller Munde weltweit. Millionen von Schülerinnen und Schülern und ihre Lehrkräfte zählen auf Google Classroom. Eine, glaube ich, ganz gelungene Alternative zu anderen Plattformen, die in Österreich und Deutschland verwendet werden. Das Google Classroom, wenn man es verwenden möchte, dann braucht man einen Benutzer- und Passwort vom Administrator der Schule, denn die Schule muss vorher bei Google Classroom angemeldet sein, um das Angebot für die Schülerinnen und Schüler eben freischalten zu können. Die Anmeldung beim Google Classroom funktioniert ganz einfach. Man geht einfach zu Google, gibt dann ein Classroom Google und bekommt dann dementsprechend dann schon einen Link. Da könnte man hier dann draufklicken. Und man kann sich dann mit dem Benutzernamen, mit der E-Mail-Adresse, die man zugewiesen bekommen hat von der Schule, und dem Passwort kann man sich dann anmelden. Wenn man dann im Kurs gelandet ist, dann schaut das im Prinzip so aus, schaut einmal ganz leer aus am Anfang. Und dann geht es dann mal ganz einfach weiter. Man geht hier auf der rechten Seite nach oben und geht zu diesem Plus. Da fangen dann für sich die meisten Dinge hier jetzt an. Ich klicke drauf mit der linken Maustaste und habe dann hier die Möglichkeit, mich für einen Kurs anzumelden. Das würden dann Schülerinnen und Schüler machen. Oder Lehrkräfte, die in anderen Kursen vielleicht mitschauen möchten, oder eben dann einen Kurs erstellen. Und als Lehrerin, Lehrer würde ich hier Kurs erstellen wählen. Dann geht hier diese Maske dementsprechend auf. Und ich überlege mir jetzt einen Kursnamen. Das wäre da in dem Fall zum Beispiel eine Klasse, die man unterrichtet. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel GSP, wäre dann zum Beispiel für Geschichte. Dann 2019. 2020, wenn man das Schuljahr zum Beispiel hereinnehmen wollte. Abschnitt wäre dann zum Beispiel Unterstufe oder Sekundarstufe 1 zum Beispiel oder Sekundarstufe 2. Fach wäre dann Geschichte, also GSP in meinem Fall. Und als Raum könnte ich zum Beispiel einen Standardklassenraum der Klasse verwenden. Das wäre dann zum Beispiel hier bei mir der Raum 207. Damit habe ich schon alles ausgefüllt, den Kursnamen, die Unterstufe als Abschnitt und das Fach GSP und ich klicke auf Erstellen. Und es wird dann im Hintergrund auf dem Server wird dann dementsprechend dann mein Kurs erstellt. Wenn der Kurs erstellt ist, dann sehe ich das hier. Ich könnte hier ein anderes Design wählen, es wird durch Zufall gewählt. Ich könnte mir ein anderes Foto aussuchen und dann heraufladen. Aber insofern habe ich da jetzt mal keinen großen Bedarf. Ich könnte das ja in Einklang mit den Schülerinnen und Schülern dann ja auch verändern. Ja, hier oben sehe ich dann schon den Kurscode, unter dem sich dann meine Schülerinnen und Schüler anmelden können. Diesen Code, werde ich dann später zeigen, kann man dann per E-Mail dann weiterleiten an die Schülerinnen und Schüler und die melden sich dann über denselben Weg dann mit ihrer E-Mail-Adresse an und geben dann das Passwort und geben dann, also melden sich an und geben dann, wenn sie dann eingeloggt sind, dann diesen Kurscode dann ein und können dementsprechend dann ganz einfach auf die Angebote zugreifen. Gut, dann machen wir das jetzt einmal, dass wir hier diesen Kurs einmal einrichten. Ich habe hier verschiedene Abschnitte, Stream. Bei diesem Stream-Bereich ist eine Art Startseite, da kann ich die Kommunikation mit den Schülern und Schülern ein bisschen nachvollziehen. Dann habe ich hier die Kursaufgaben. Da habe ich jetzt momentan für meinen Kurs hier GSB 2a noch nichts hinterlegt. Das werde ich dann gleich machen, um zu zeigen, wie das geht. Dann kann ich hier Personen hinterlegen. Da habe ich auch noch keine Personenkursteilnehmer mehr hinterlegt. Ich könnte hier zusätzliche Schüler direkt einladen oder sie bekommen sie hier dann aufgelistet, wenn die Schülerinnen sich dann angemeldet haben. Also hier sehe ich dann alle Schülerinnen und Schüler, die an meinem Kurs teilnehmen. Und ich könnte hier noch einen Kollegen, Kollegin hinzunehmen als Kursleiter und die kann dann ebenfalls mit mir diesen Kurs dann führen und kann dann zum Beispiel Materialien heraufladen oder auch dann unter Umständen Beurteilungen durchführen. Das sehen wir hier bei Noten. Das lasse ich hier in diesem Video jetzt einmal weg. Aber hier könnte man dann auch eine Übersicht über die Noten haben, die man da vergeben hat, Bewertungen, da hat man dann alles schön auf einen Blick. Aber jetzt geht es einmal darum, hier überhaupt erst einmal Kursaufgaben einmal zu hinterlegen. Ich habe hier mal wieder so bei all diesen Bereichen so selbsterklärende Informationen, sowohl hier bei den Personen, Noten und so weiter. Und jetzt mache ich das mit den Kursaufgaben. Ich habe hier die Möglichkeit, eben Aufgaben und Fragen zu erstellen und so weiter. Und das mache ich hier wieder mit einem Klick auf ein Plus. Ich klicke hier auf Erstellen. Und ich fange mal ganz einfach damit an, dass ich hier eine Aufgabe hinterlege. Und die Aufgabe könnte dann
zum Beispiel sein. Ich habe mir da schon etwas vorbereitet, das kopiere ich jetzt dann gleich einmal da herein. Das wäre dann zum Beispiel 01 Wochenaufgabe vom 16.03. bis 22.03. Also wenn ich eine wochenweise Aufgabe vergeben möchte, dann kann ich hier eine Anleitung hinterlegen. Die kann ich jetzt hier eintippen oder eben hineinkopieren, wie ich es hier gerade gemacht habe. Und diese Anleitung sehen dann die Schülerinnen und Schüler, was sie abarbeiten sollen. Und damit sie dann auch die Materialien haben natürlich, dementsprechend damit arbeiten zu können, kann ich hier zusätzliche Dinge dann noch heraufladen. Ich gehe jetzt auf hier hinzufügen und habe hier mehrere Möglichkeiten. Ich könnte hier auf meine Google Drive Bibliothek quasi zugreifen, ich könnte einen Link hinterlegen, Dateien heraufladen und per YouTube ein Video suchen, das ich einbinde. Ich fange jetzt einmal mit Dateien an, klicke hier auf Datei, auf dem Gerät gespeicherte Dateien auswählen, klicke jetzt drauf, gehe jetzt in mein Verzeichnis und suche mir jetzt gleich mehrere Dateien aus, die ich heraufladen möchte. Und da wähle ich mir diese drei hier aus. Das erste wäre bei mir hier ein Skriptum, das zweite wären Fragestellungen in einer Word-Datei und einer PDF-Datei. Ich klicke auf Öffnen. Die werden mir jetzt hier angezeigt und ich klicke auf Hochladen. Und sie werden hochgeladen und sie scheinen jetzt bei mir hier dementsprechend in dieser Ansicht. Dann habe ich die Möglichkeit, mir das anzuschauen, was ich hier natürlich gemacht habe. Ich klicke jetzt hier drauf, kann mir diese Datei anschauen, die ich heraufgeladen habe. Das ist ein Skriptum, das ich zum Mittelalter entworfen habe. Ich mache diesen Tab wieder zu, bin dann wieder in diesem Tab, habe hier Fragestellungen, jetzt in DocX-Form, also in Word-Form und in PDF-Form. Ich klicke mal auf die PDF-Form, schaue, ob auch alles funktioniert beim Heraufladen. Ja, das funktioniert, diese Fragen. Kann mir hier die DocX-Datei anschauen. Schülerinnen könnten sich diese Datei und Schüler da herunterladen, um sie dann später auszufüllen. Und weiters kann ich dann auch noch hinzufügen, unter Umständen zum Beispiel auch einen Link. Dazu kopiere ich mir diesen Link, den ich da oben in die Aufgabenstellung eingefügt habe. Das ist eine Learning Apps Aufgabe. Klicke auf Hinzufügen. Klicke auf Link. Es geht hier dieses Fenster auf. Ich kann mit rechter Maustaste einfügen wählen. Habe genau diesen Link, den ich mir vorhin hier markiert und kopiert habe. Klicke auf Link hinzufügen. Und schon ist dieser Link da. Und schon sehe ich hier in dem Fall Learning Apps und die Schülerinnen und Schüler können das dann hier durchgehen. Dann, was kann ich noch machen? Ich kann dann dementsprechend dann auch weiter vorgehen und könnte hier dann zum Beispiel noch ein YouTube-Video hinzufügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Aufgaben stellen würde, dass die Schülerinnen und Schüler eine Mindmap erledigen sollten, klicke ich hier auf YouTube und gebe hier Suchanfrage, wie es an und für sich üblicherweise gewohnt ist. Wie es von YouTube gewohnt ist, gebe ich hier zum Beispiel ein FreeBrain Mindmap. FreeBrain nicht mit M, sondern mit N. Und klicke hier auf und schreibe vielleicht noch Deutsch dazu, dass die Anleitung in deutscher Sprache ist. Gehe hier auf Suchen. Und schauen wir dann, was das Internet mir ausgibt. Ja, da habe ich schon ein Video, das ich schon einmal gemacht habe. Klicke hier drauf, klicke auf Hinzufügen und das Video wird dementsprechend hier hinterlegt. Und wenn ich jetzt hier draufklicken würde, würde mir eine Auswahl gezeigt werden. Und schon spielt dieses YouTube-Video. Wenn ich daneben klicke, bin ich dann wieder dementsprechend dann heraus. Das heißt, ich habe jetzt hier Dateien für die Schülerinnen und Schüler hinterlegt, habe jetzt hier einen Link zu Learning Apps und ein YouTube-Video hinterlegt. Also insofern ganz einfach. Ich klicke jetzt hier auf Zuweisen. Dann wird das zugewiesen und diese Aufgabe steht dann dementsprechend den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Wenn ich jetzt hier auf Personen gehe, sehe ich mal, dass ich noch keine Person habe. Deswegen werde ich jetzt hier eine Person dann dementsprechend dann hinterlegen und werde dieser Person dann sagen, dass sie sich in diesen Kurs einschreiben soll. Ich habe da bereits eine Dummy-Schüler praktisch angelegt und diesem Dummy-Schüler werde ich dann sagen, dass er diesen Kurs dann, dass er sich da einschreiben soll. Ich gebe das jetzt hier in das Bild hinein und habe hier einen Classroom vorbereitet mit einem Schüler. Dann kannst du gleich zuschauen, wie Schüler sich da einen Kurs einschreiben. Ich habe also hier ihnen dann diesen Kurscode weitergegeben. Ich gehe jetzt hierher, bin jetzt als Schüler eingeloggt, klicke hier auf Plus und in dem Fall, weil es ja ein Schüler, Schülerin ist, kein Kurs erstellen, sondern Kurs anmelden. Füge dann diesen Kurscode hier ein.
Du siehst, das ist genau dieser Code, den ich hier habe. Gehe auf Anmelden und schau dann, was passiert. Muss jetzt einmal eingeschrieben werden und die Schülerinnen und Schüler sieht dann hier dementsprechend dann genau diese Sache. Das ist ein Unterschied hier, dass man hier natürlich keine Noten vergeben kann. Und wenn die Schülerinnen und Schüler dann alle Kurse mal sich anschauen möchte, geht man hier auf Kurse, dann sieht man alle Kurse. In dem Fall gibt es nur diesen einen Kurs für die Schülerin und den Schüler. Dann gehe ich hier hinein und sehe dann hier die Aufgaben und sehe dann hier dementsprechend die Dinge, die ich vor dem Schüler dann zugewiesen habe. Zum Beispiel hier dieses YouTube-Video, das hier dann abgespielt wird. Oder ich könnte hier zum Beispiel mir diese PDF-Datei dann anschauen. Ja, das ist soweit dann, was der Schüler macht. Wenn ich mir nochmal zum Lehrer zurückgehe, mir die Kursaufgabe anschaue, mir fällt etwas auf, was mir nicht so gefällt, dann kann ich sie auch bearbeiten. Ja, ich gehe hier rauf zu diesen drei Punkten, gehe auf Bearbeiten und habe zum Beispiel festgestellt, dass hier 100 Punkte stehen. Ich möchte es aber unbenotet machen, ja, also keine Punkte dementsprechend vergeben. Und ich möchte auch diese Aufgabe dann einem bestimmten Thema zuordnen. Das heißt, ich habe hier Geschichte und mache hier zum Beispiel jetzt in dem Fall das Thema Mittelalter. Gebe jetzt hier Mittelalter ein. Mittelalter. Klicke auf Speichern. Möchten Sie die Punktanzahl für diese Aufgabe wirklich ändern? Ja, aktualisieren. Vergebe also jetzt in dem Fall keine Punkte mehr. Gehe jetzt wieder zum Schüler hinein. Der ruft wieder seine Kurse auf. Gehe jetzt hier hinein. Ja, und habe dementsprechend, dann, wenn ich in diesen Kurs dann hineingehe, habe ich hier dann diese Aufgaben und habe dementsprechend auch keine Punkte mehr, die mir dann irgendwie zugeordnet werden können. Ja, das ist einmal der Punkt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie Schüler arbeiten würden. Die Schüler können dann Lösungen zum Beispiel auch heraufladen oder sie können auch vorweg vielleicht mit mir kommunizieren. Dann könnte ein Schüler zum Beispiel schreiben: Danke für die Aufgaben. Drei Rufzeichen. Wäre doch schön, wenn sich die Schülerinnen und Schüler dann bedanken, dass sie die Aufgaben bekommen. Danke für die Aufgaben. Und ich könnte jetzt hier bei mir bei den Personen nachschauen und sehe dementsprechend, dass ich hier dann wirklich eine Person habe, einen Schüler, einen Kursteilnehmer. Gehe hinein und sehe dann, dass hier mir eine Botschaft zugesendet wurde und kann mir die dann anschauen. Danke für die Aufgaben. Ja. Und sehe dann, was dieser Schüler dann dementsprechend mir geschrieben hat. Wenn ich auf die Teile anzeigen gehe, kann ich dann dem Schüler auch dann eine Antwort schreiben. Tolle Motivation. Das heißt, ich habe eine Art Chat-Funktion. Ja, schreibe das dem Schüler und der Schüler bekommt es dann mit der Zeit dann, wenn das dann aktualisiert wird, dann auch angezeigt. Ich gehe hier auf Aktualisieren und es wird da drüben auch dann schon angezeigt. So, aber jetzt geht es natürlich nicht darum, dass man miteinander chattet und einander Aufgaben zuweist, in dem Fall hier speziell dem einen Schüler, sondern man möchte ja auch dann bestimmte Aufgaben also Antworten dann abgegeben bekommen. Dann klickt der Schüler hier auf Hinzufügen oder Erstellen und er lädt zum Beispiel hier eine Antwortdatei herauf. Ich klicke jetzt hier herauf, ich habe hier schon eine Antwortdatei vorbereitet und der Schüler lädt diese Datei hoch. Und er sieht dann bei sich selber, dann gleich, er lädt es hier herauf, ja, wird heraufgeladen. Und wenn er dann daherklickt, dann wird er sie angezeigt bekommen. Und jetzt gehen wir mal in die Lehreransicht zurück. Gehen wir mal da drüben wieder zum Anfang, ich gehe auf Kurse. Gehe dann wieder in meinen Kurs hinein, in die Aufgabenstellung. Und sehe dann zum Beispiel, das ist die Anleitung, gehe zu den einzelnen Aufgaben von diesem Schüler. Und sehe dann gleich, dass dieser Schüler mir schon etwas geschrieben hat. Hier würden dann alle Schüler aufgelistet werden. Und kann man dann dementsprechend hier die Antwort dieses Schülers dann anschauen. Ja, und kann ihm dann hier einen Kommentar zum Beispiel hinterlassen. Könnte ihn dann zum Beispiel schreiben, die Lösung ist leider zu kurz geraten. Bitte etwas ausführlicher. Dann poste ich das. Ja. Und ich schaue zum Schüler wieder rein, in das Schülerfenster. Und der Schüler bekommt das dann hier dementsprechend angezeigt.
Und wenn der Schüler meint, dass er ganz fertig ist, dann würde ich hier auf Abgeben klicken. Ja? Und dann würde ich das in meiner Lehreransicht hier, wenn ich jetzt hier dann wieder herübergehe, da ist das Fenster, wenn ich da herübergehen würde, mache das hier zu, dieses eine Fenster, dann würde ich das hier dann in meiner Ansicht dann angezeigt bekommen, dass das dementsprechend dann schon abgeschlossen ist. Ja, also wenn ich dann wieder auf Kurse gehe, sieht man diesen einen Kurs und ich könnte dementsprechend dann auch natürlich weitere Aufgaben dann, weitere Kurzaufgaben, wenn ich hierher gehe, dann natürlich hinterlegen, hätte ich eine schöne Sammlung, könnte dann hier gut mit den Personen, mit den Schülerinnen und Schülern kommunizieren. Hier könnte ich sie nach Themen sortiert haben, ich könnte dann ein Thema nach dem Thema Mittelalter, Neuzeit zum Beispiel anlegen und habe hier auch für sie einen recht guten Überblick und kann gut mit den Schülerinnen und Schülern dann Sachen austauschen, raufladen und so weiter. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich. Ich werde dann noch ein zweites Video dann hinterlegen, wo Schülerinnen und Schüler eine kurze Anleitung bekommen, wie sie mit den Informationen, die Lehrkräfte ihnen über Google Classroom zur Verfügung stellen, wie sie mit denen umgehen können, wie sie was heraufladen können, wie sie mit den Lehrern dann sich austauschen können. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.